Ja, letztendlich scheint es so zu sein, dass ein Lkw-Fahrer mit seinem Anhänger hier von der Straße abgekommen ist. Zur genauen Ursache können wir im Moment noch nichts sagen. Ist also ziemlich langsam von der Fahrbahn abgekommen und dann hier gegen einen Baum gefahren. Das Fahrzeug ist dann ein bisschen umgekippt, im Graben liegend. Der Fahrer ist dadurch eine Stunde eingeklemmt gewesen, bevor er von den Rettungskräften rausgeschnitten werden konnte. Er war aber eben soweit ansprechbar und zur Unfallursache können wir im Moment noch keine Angaben machen. Ja, wie gesagt, der Fahrer ist schon schwer verletzt worden. Er ist halt über eine Stunde eingeklemmt gewesen. Aber er war eben zumindest beim Transport in das Krankenhaus war er ansprechbar. Ja, wir haben jetzt die Fahrbahn hier komplett gesperrt, bis das Fahrzeug geborgen wird. Wir werden jetzt die Unfallaufnahme hier durchführen und dann wird hoffentlich im Verlauf des Vormittags oder gegen Mittag dann die Fahrbahn wieder freigemacht. Angaben zum Sachschaden kann ich im Moment noch nicht machen. Das Zugfahrzeug ist natürlich komplett beschädigt, wirtschaftlicher Totalschaden. Da sind auch noch irgendwelche Gerätschaften von dem Karussell geladen. Inwieweit die beschädigt sind, das kann ich im Moment hier noch nicht angeben.